Hallo, hallo und willkommen zurück zum neuen Part von unserem Mystery Call oder Mystery Knit Along. Heute ein neues Muster und das wird heute ein bisschen chilliger sein. Wir nehmen in der Hinreihe natürlich wie immer die erste Masche zu. Und dann stricken wir eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts, eine Masche links und so weiter bis zum Reihenende. Und zum Schluss der Reihe die drei Maschen. Ups, abheben und Arbeit wenden. Und in der Rückreihe stricken wir die ersten drei Maschen rechts. Und dann müssen wir schauen, das wird jetzt ein Perlmuster. Das heißt, wir müssen die Maschen nicht so stricken, wie sie kommen, sondern genau das Gegenteil davon machen. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Perle sehen, dann stricken wir die Masche rechts. Wenn wir ein V sehen, stricken wir die Masche links. Und ihr müsst ja an dieser Stelle auch nur den Anfang rauskriegen, dann geht das von ganz alleine. Da, wo die Perle ist, wieder rechts. Da, wo ein V ist, links. Und dann habt ihr mal den Wechsel rechts, links, rechts, links. Es ist ja praktisch nur eine Hilfe, falls ihr mal die Arbeit zur Seite legt, dass ihr dann wisst, wie ihr euch ins Muster wieder reinfindet. Also wie gesagt, das wird jetzt ein Perlmuster. Und das stricken wir jetzt jede Reihe so. Das heißt, immer das Gegenteil von dem machen, was uns die Masche sagt. Und zum Schluss der Reihe hier die letzte Masche rechts stricken, also die Randmasche. Und wir brauchen von diesem Perlmuster jetzt insgesamt 20 Reihen. Das heißt, das ist jetzt die zweite Reihe. Das heißt, wir brauchen dann noch 18 extra. Und am Anfang nehmen wir ja immer die erste Masche zu. Dann die I-Cord-Maschen nicht vergessen. So, genau, die kommt links. Ich mache dann gleich nochmal mit euch das Ende der Reihe zusammen und den Anfang. Und lasse euch dann alleine werkeln. So, ich hatte jetzt hier zum Schluss eine rechte Masche und stricken wir noch eine linke und die letzte immer rechts und dann wenden wir die Arbeit. Und in der dritten Reihe nehmen wir wie immer die erste Masche zu. Und dann habt ihr wieder das Gegenteil, wo ein V ist, kommt eine linke Masche und wo eine Perle ist, kommt eine rechte Masche und dann wieder im Wechsel. Das ergibt dann ein schönes Perlmuster. Wie gesagt, wir brauchen insgesamt 20 Reihen von dem Perlmuster. Vergesst die Zunahme nicht am Anfang der Hinreihe. Und die drei I-Cord-Maschen am Rand. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn ihr die 20 Reihen fertig habt. Bis dahin viel Spaß beim Stricken. So sieht unser Perlmuster inzwischen aus. 20 Reihen. Und ihr solltet jetzt insgesamt 171 Maschen auf euren Nadeln haben.
Wir schließen das Ganze jetzt ab mit Abschnitt 16 und Abschnitt 16 wird genauso gestrickt wie Abschnitt 2. Das kennt ihr ja schon. Wir nehmen die erste Masche zu. Rechts und einmal links. Und dann stricken wir alle Maschen rechts. Am Ende der Reihe heben wir die drei Maschen für den I-Cord ab und wenden unsere Arbeit. Und in der Rückreihe stricken wir die ersten drei Maschen rechts. Und die restlichen Maschen links. Also alle Maschen links bis auf die letzte. Und die ganz letzte Masche stricken wir rechts. Und nach dieser Reihe solltet ihr insgesamt 172 Maschen auf euren Nadeln haben. Und dann sind wir mit dem Abschnitt und mit dem Video soweit fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stricken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben.